In unserem täglichen Leben sind wir oft zu beschäftigt und vergessen schnell, dass die kleinen Dinge am meisten zählen. In den heutigen herzerwärmenden Geschichten geht es darum, wie ein wenig Freundlichkeit einen langen Weg geht und wie ein nettes Lächeln oder Winken einen bedeutenden Unterschied machen kann. Die Evenson-Kinder. Angie und Aaron Evenson aus dem amerikanischen Minneapolis haben 4 Kinder, Grace, Rosie, Sophia und Lincoln. Jede Woche machen die kleinen Mädchen etwas sehr Schönes. Wenn donnerstags der Müllwagen kam, sahen die 3 Schwestern ihre Müllmännerfreunde. Sie unterbrachen dann ihr Spiel, versammelten sich am Fenster und warteten auf sie. Als Brandon Olsen und Taylor Fritz dann die Mülltonnen leerten, winkten die Mädchen ihnen aufgeregt zu und die beiden Männer winkten der kichernden Bande fröhlich zurück. Laut ihrer Mutter war dieses kleine Ritual das Highlight ihrer Woche. Im September 2016 gab es leider eine traurige Wendung der Ereignisse. Die damals 3-jährige Rosie wurde wegen hohem Fieber ins Krankenhaus gebracht. Ein schrecklicher Schock sollte folgen, auf den weder Angie noch Aaron vorbereitet waren. Bei Rosie wurde Nierenkrebs im 4. Stadium diagnostiziert, der sich auf ihre Lungen ausgebreitet hatte. Ihr stand der Kampf ihres Lebens bevor. Das bedeutete, dass die Familie häufig zur Behandlung im Krankenhaus sein würde und unglücklicherweise waren die Termine donnerstags. Angie schrieb daraufhin einen Zettel für die Müllmänner. Sie wollte sie unbedingt informieren, weil die Mädchen so eine besondere Freundschaft zu ihnen entwickelt hatten. Denn die beiden schauten jeden Donnerstag zum Fenster und grinsten und winkten den Mädchen zu, ein ganzes Jahr lang. Einmal brachten die Müllmänner 3 Tüten voller Süßigkeiten für die 3 zum Haus. Als Dankeschön malten die Mädchen Bilder für sie und hinterließen ihnen das nächste Mal 2 Tüten mit Snacks. In der Notiz erklärte Angie, dass die Mädchen an manchen Donnerstagen nicht am Fenster sitzen würden, weil Rosie zur Chemotherapie musste. Sie schrieb auch, dass sie sie nicht vergessen hatten und ihnen wieder zuwinken würden, wenn sie zu Hause waren. Als Brandon und Taylor davon erfuhren, waren sie am Boden zerstört. Brandon war erschüttert und er wusste sofort, dass er etwas tun musste. Er hatte selbst 3 Kinder und empfand Mitgefühl für die Familie. Als Vater wollte er sich gar nicht vorstellen, wie schwierig eine solche Lage war. Die Situation der Familie war herzzerreißend. Sehr berührt von der Nachricht taten die beiden Männer etwas sehr Gutes. Sie gingen zu ihrem Arbeitgeber, Hometown Sanitation, und fragten, ob sie der Familie eine der Sozialleistungen geben könnten, die sie erhalten. Ihr Arbeitgeber war einverstanden und eine Woche später schrieben die beiden den Evansons einen Brief. Ein Teil lautete, bitte nehmen Sie unser Geschenk der kostenlosen Müllabfuhr bis Ende 2017 an. Wir wissen, dass die Behandlung teuer ist und hoffen, es hilft Ihnen, wenn Sie sich nicht mit dieser Rechnung herumschlagen müssen, auch wenn es nur wenig ist. Als Eltern wollen wir uns gar nicht vorstellen, wie das für Sie ist. Wir wünschen Ihnen viel Glück bei Ihrem Kampf. Die besten Wünsche für eine erfolgreiche Behandlung und Genesung. Bleibt stark, kämpft hart und haltet zusammen. Brandon und Taylor erklärten Angie, dass sie als Angestellte kostenlosen Müllservice erhalten und sie mit ihren Arbeitgebern gesprochen hatten, diesen Service auf die Evansons zu übertragen. Die Familie war sprachlos angesichts dieser guten Tat. Angie war sehr gerührt und schaffte es gerade so, ein kleines Dankeschön zu hauchen. Die Müllmänner hatten auch Geschenke für die Mädchen und ihren kleinen Bruder Lincoln mitgebracht. Angie war so ergriffen von dieser Geste, dass sie ihre Geschichte auf Facebook postete. Die Familie war so dankbar für die Herzensgüte und freute sich, diesen Moment mit der Welt zu teilen. Was Rosie betrifft, kann ich euch glücklicherweise berichten, dass sie im Sommer nach ihrer Diagnose krebsfrei war. Sie wird immer noch regelmäßig durchgecheckt und was die Donnerstage angeht, nun, die Mädchen kuscheln sich immer noch ans Fenster und warten sehnsüchtig auf ihre beiden Lieblingsmüllmänner. Es sieht so aus, als ob Kinder nicht nur mit Müllmännern, sondern auch mit Zugführern unkonventionelle Freundschaft schließen. Rio. Das Familienunternehmen von Brianna Heflish-Shepherd war umgezogen und befand sich nun direkt neben den Bahngleisen im amerikanischen Tulsa.
Sie konnten die Züge aus nächster Nähe sehen und ihre Tochter Rio liebte es, sie zu beobachten. Sie stand jeden Tag am Fenster und sah die Wägen vorbeifahren. Sie liebte die Züge. Zur Überraschung ihrer Mutter waren es nicht nur die vorbeifahrenden Waggons, die für Rio so interessant waren. Vielmehr waren es die Schaffner, die ihre Aufmerksamkeit erregten, denn sie winkte ihnen jeden Tag zu, wenn sie vorbeifuhren. Es dauerte nicht lange, bis diese die nette Geste bemerkten und freundlich zurückwinkten. Mit der Zeit war es ein tägliches Ritual geworden. Sie bliesen in ihre Trillerpfeifen, das kleine Mädchen lief zum großen Fenster und öffnete es und sie winkten sich lächelnd zu. Dieser tägliche herzerwärmende Moment dauerte 3 Jahre lang. Rio verpasste keinen einzigen Tag, um dem Zug und den Schaffnern zuzuwinken. Brianna war jedes Mal aufs Neue gerührt. Dann änderte sich plötzlich alles. Als eines Tages der Zug vorbeifuhr, war irgendetwas nicht in Ordnung. Die Schaffner pfiffen und das Fenster wurde zwar wie immer geöffnet, aber das kleine Mädchen stand nicht wie üblich dort und war auch sonst nirgends zu sehen. Stattdessen stand ihre weinende Mutter am Fenster und winkte. Wo war das kleine Mädchen? Was war mit ihr geschehen? Darüber machten sich die Zugbegleiter einige Gedanken. Der nächste Tag kam und das Mädchen war wieder nicht an seinem üblichen Platz. Die Zugbegleiter waren verwirrt, als sie wieder nur die Mutter sahen. Diesmal winkte sie nicht, sondern hielt, 3 Jahre nachdem immer das Mädchen dagestanden hatte, ein Schild hoch. Brianna hatte das Pfeifen des Schaffners gehört und lief zum Fenster, damit sie den Zug nicht verpasste. Am Fenster stehend hielt sie ein Schild hoch, damit sie es sahen. Darauf standen 3 einfache Worte. Sie wurde eingeschult. Während sie es ans Fenster hielt, musste sie weinen. Sie vermisste es, Rio bei ihrem täglichen Ritual mit den Zugbegleitern zu beobachten. Offensichtlich hatte Brianna es sehr schwer mit der Einschulung von Rio. Viele Eltern fürchten diesen Übergang, weil er so viel bedeutet. Zum einen stellt man sich der Realität, dass sein Kind erwachsen wird und es einen nicht mehr so braucht wie früher. Außerdem macht man sich mehr Sorgen, weil man nicht bei ihm ist. Für Brianna war es besonders schwer, denn sie war es gewohnt, Rio bei der Arbeit um sich zu haben. Ihre Abwesenheit war spürbar und ihre kindliche Fröhlichkeit wurde vermisst. 3 Wochen nach Briannas Schildaktion kam eines Morgens ein unerwarteter Besucher in den Laden. Sie hatte gerade erst geöffnet, als es klopfte. Es war ein Mann in einem leuchtend gelben Hemd mit herunterhängenden Ohrstöpseln. Brianna dachte, es wäre ein Bauarbeiter, der über eine Baustelle reden wolle, denn das war ihr Geschäft. Aber er war nicht dafür da, sondern wegen etwas ganz anderem. Tatsächlich war der Mann im gelben Hemd einer der Schaffner aus dem Zug. Er war da, um nach dem kleinen Mädchen zu fragen, das ihnen immer zuwinkte, aber nun nicht mehr zu sehen war. Eigentlich hatten sie sich alle schon gefragt, was passiert war. An diesem Tag hatten sie nur eine kurze Strecke und kamen in den Laden, um mehr über das blonde Mädchen herauszufinden. Sie hatten das Schild zwar gesehen, konnten aber nicht erkennen, was darauf geschrieben stand. Sie hatten angenommen, dass Rio nun zur Schule ging, wollten sich aber trotzdem nach ihrem Wohlbefinden erkundigen. Brianna wurde sehr emotional. Sie war so gerührt, dass der Schaffner sich die Zeit nahm, extra vorbeizukommen und zu fragen, ob es Rio gut ging. Er erzählte Brianna, dass sie sich jeden Tag in den letzten 3 Jahren über Rios Winken gefreut hatten. Und als sie nicht mehr da war, vermissten sie das Mädchen. Er fragte Brianna dann, ob sie etwas Besonderes für Rio machen dürften. Sie wollten ihr etwas schicken. Und natürlich war Brianna einverstanden. Und so würden die Schaffner in ein paar Wochen Rio ein Geburtstagsgeschenk schicken. Schließlich waren sie ja langjährige Freunde. Die abschließenden Worte, die Brianna auf Facebook beim Teilen der Geschichte geschrieben hatte, waren: Ihre unkonventionelle Freundschaft über die letzten Jahre mitzuerleben war magisch. Zu wissen, dass es sie genauso beeinflusst hat wie uns, füllt mich mit Liebe und Hoffnung. Der heutige Besuch und ihre Freundlichkeit gegenüber Rio haben meinen Glauben an das Gute und die Menschlichkeit bestärkt. Das sind Momente, an die wir uns immer erinnern werden. Diese Kinder haben uns gelehrt, dass ein wenig Freundlichkeit lange andauert. Welche der Geschichten war dein Favorit? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Schau morgen bei einem neuen Video wieder vorbei. Wir sehen uns dann.